Ich stelle euch heute A Whole Damn Year von Maya Loreen vor. Das Buch ist im Written Dreams Verlag erschienen und leider kommt es auf dem Reader, also das schöne Cover, gar nicht so toll rüber, wie es in echt aussieht. Denn in echt besteht das aus so einem super schönen Verlauf von ja, so einem cremefarbenen Ton zum Beereton. Hier oben ist so schön goldener Glitzer drauf. Die Schrift hebt sich wundervoll hervor. Also hier in Schwarz-Weiß kommt es echt gar nicht zur Geltung, leider. Aber in Farbe ist das der Hammer. Ich sag immer, dieses Buch sollte wirklich jeder im Bücherregal stehen haben. Also es ist ein absolutes, tolles Cover, was man sich gern anschaut. Und ich glaube, das wird bei mir einziehen, weil ich es einfach so unsagbar schön finde. Es gibt nichts vor, man sieht keine Person drauf. Und dadurch ist es natürlich nochmal interessanter zu erfahren, um was geht es denn eigentlich in dem Buch. Und das werde ich euch jetzt vorstellen, zumindest den Anfang. Jonah's love was wholehearted and generous. Jonah's love was unconditional, aus dem fünften Song der Isla-Reihe Procrastinations. Kapitel 1, Tom, Samstag, 29. August, 2.30 Uhr, Join Dance Club. Langsam komme ich wieder zu mir, fühle die dünne Trennwand der Toilettenkabine meinem Rücken und öffne schwer atmend die Augen. Dabei fällt mein Blick auf die langen und bereits dunkel gefärbten Spinnenfäden, die an der schmuddeligen Decke hängen und von dem verstaubten Belüfter leicht hin und her bewegt werden. An mehreren Stellen platzt die Farbe von den Wänden und legt die dahinterliegenden Schimmelflecken frei. Angewidert schließe ich die Lider. Bilder zucken durch meinen Kopf. Ihr Gesicht. Ihre Wangen mit den Sommersprossen und ihre Augen. Verflucht diese Augen. Was soll ich bloß dagegen tun? Geht es dir jetzt besser? Die junge Frau, die mir gegenüber an der Trennwand zur nächsten Kabine lehnt, hat wirklich alles gegeben, um mich vergessen zu lassen. Es hat nicht funktioniert. Doch sie scheint sich dessen nicht bewusst zu sein und leckt sich lächelnd über die Lippen. Ihr Lippenstift befindet sich nicht mehr dort, wo er ursprünglich sein sollte, so dass ich mir unweigerlich die Frage stelle, wie ich jetzt wohl aussehen mag. Eigentlich ist es mir egal. Klar, lüge ich, vom Alkohol schwirrt mir der Kopf, weshalb ich ihn gegen die Trennwand sinken lasse. Die Unbekannte kramt in ihrer Handtasche und fördert eine Schachtel Zigaretten zutage. Ich habe sie nicht einmal nach ihrem Namen gefragt. Sie meinte, sie kenne mich vom Campus. Wir würden beide an der University of Kent studieren. Keine Ahnung, ob es stimmt oder nur eine billige Anmache war. Jedenfalls ist sie mir nie zuvor aufgefallen. Doch das kann verschiedene Gründe haben. Wortlos ziehe ich meine Hose wieder hoch und schließe die Knöpfe. Heute ist der beschissenste Tag in meinem Leben. Daran wird auch ein bisschen Rumgemacher auf einem schmuddeligen Kneipenklo nichts ändern. Du wirst dich nicht revanchieren, habe ich recht? Das Lächeln ist aus ihrem Gesicht verschwunden. Allerdings klingt sie nicht vorwurfsvoll oder so, zum Glück. Mich revanchieren? Ich kann es nicht, ich will es nicht. Darüber hinaus begreife ich nicht, wie ich überhaupt mit ihr in dieser Toilettenkabine landen konnte. Was heute Abend gelaufen ist, kann ich nicht auf meinen erhöhten Alkoholpegel schieben. Nichts rechtfertigt, was ich getan habe. Ich fühle mich wie der letzte Arsch. Und da dies nicht zu steigern ist, habe ich auch keine Skrupel, den Kopf zu schütteln. Nein, werde ich nicht. Das Feuerzeug klickt. Sie nimmt einen langen Zug und bläst mir den Rauch ins Gesicht. Wobei sie schon wieder ein schiefes Lächeln um ihre Lippen kräuselt. Naja, es ist ja nicht so, dass ich nicht auf meine Kosten gekommen wäre. Einen hübschen Kerl wie dich auszuziehen und zu beglücken macht Spaß. Ich bin erleichtert, dass sie es so entspannt sieht. Schließe den Gürtel und mache mich daran, mein Hemd zuzuknöpfen. Als sie unerwartet die kurze Distanz zwischen uns überbrückt und ihre Hand auf meine nackte Brust legt. Wie geht es dir wirklich? Da drin? Verwirrt hebe ich den Blick. Auf einmal sind ihre Augen groß und ernst. Was meinst du? Du hast vielleicht gerade mit mir rumgemacht, aber in deinen Gedanken war ich eine ganz andere. Beschämt drehe ich den Kopf zur Seite und schlucke schwer. Es ist schier unmöglich, nicht permanent an sie zu denken, und dass mich nun auch noch eine wildfremde Frau darauf anspricht, macht mich fertig. Sind meine Gefühle auf meiner Stirn eingraviert? Sie stößt sich von mir ab und lehnt sich wieder an die gegenüberliegende Trennwand. Erzähl mir von ihr. Nein, zische ich zwischen zusammengepressten Zähnen hervor. Komm schon, hab dich nicht so.
Ich kann gut zuhören und weiß, wie sich das anfühlt. Dieser Quatsch mit "die Zeit heilt alle Wunden", den kannst du in die Tonne treten. Ich habe mich vor 2 Monaten von meinem Freund getrennt. Und obwohl ich diejenige war, die Schluss gemacht hat, tut es immer noch verdammt weh. Vielleicht habe ich eben auch ein klein wenig an ihn gedacht. Zum ersten Mal an diesem Abend muss ich grinsen. Mein Name ist übrigens Karina, sagt sie und reicht mir ihre Zigarette. Ich rauche nicht, aber da wir gerade eine Art Pakt geschlossen haben, fühlt es sich richtig an, auf ihr Angebot einzugehen. Nach einem tiefen Zug gebe ich ihr die Zigarette zurück. Habt ihr euch getrennt? Fragt sie nach. Kopfschüttelnd blase ich den Rauch aus und schiebe mit der Fußspitze eine alte Kippe über die braunen Fliesen. Nein, wir waren nie ein Paar. Sie ist mit einem anderen zusammen. Karina zieht an ihrer Zigarette und reicht sie mir erneut. Das ist zwar eine blöde Ausgangssituation, aber prinzipiell nicht hoffnungslos. Trotz der Aussichtslosigkeit meiner Lage muss ich lachen. Liebt sie diesen anderen denn? Bohrt sie weiter. Ich denke schon. Allerdings ist das nicht einmal das Hauptproblem. Die Tür zur Toilette wird geöffnet und kurz darauf hören wir entrüstetes Husten. Boah, es ist ja widerlich. Noch nie was von Rauchverbot gehört, oder was? Wir kichern albern. In Karinas Augen erkenne ich den gleichen Gedanken, der auch mir durch den Kopf schwirrt. Die Zigarette war nicht das schlimmste Verbot, das wir gebrochen haben. In der Nachbarkabine wird unter lautstarken Protesten die Spülung bedient. Die Tür klappert und lässt die Trennwand in meinem Rücken erzittern. Nach dem lauten Dröhnen des Handtrockners wird es wieder ruhig. Während all der Zeit hat Karina mich stillschweigend und lächelnd gemustert. Sie ist hübsch. Eigentlich seltsam, dass sie mir auf dem Campus nicht aufgefallen ist. Obwohl, nein, mein Gehirn war zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Mit einer anderen Person, um genau zu sein. Was macht sie so besonders? Fragt Karina. Warum liebst du sie? Erschrocken puste ich die Luft aus und senke den Kopf, weil ich spüre, wie mir das Blut in die Wangen schießt. Ich weiß nicht mal, ob ich sie liebe. Oh doch, das tust du. Man sieht es dir an. Wieder schauen wir uns an, ohne ein Wort zu sagen. Das ist kein unangenehmes Schweigen. Schließlich lasse ich die Schultern hängen, seufze laut und verhake die Daumen in den Gürtelschlaufen. Scheiß drauf. In 2 Stunden sitze ich in meinem Flieger nach Stockholm. Vielleicht tut es sogar gut, ein wenig Ballast hier zurückzulassen. Sie ist... Lange suche ich nach den richtigen Worten, doch es ist schlichtweg unmöglich, ihr gerecht zu werden. Sie ist unbeschreiblich. Karinas Grinsen wird breiter, aber auch wärmer, was mich ermutigt, weiterzusprechen. Sie ist tough und hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Sie ist so jemand, der einen gefundenen 50-Pfund-Schein zum Fundbüro bringt und einer maunzenden Katze Milch vorsetzt. Außerdem ist sie klug und witzig und wunderschön. Weißt du, ihre Augen. Es ist, als würden sie immer lächeln. Sie sieht dich an und du musst einfach zurücklächeln. Und ihre Stimme. Gott. Ich muss mich räuspern, bevor ich fortfahren kann, weil ich spüre, dass ich sonst keinen Ton mehr hervorbringe. Sie ist die Frontfrau einer Band und hat die absolut fantastischste Stimme, die du dir vorstellen kannst. Bei der Erinnerung daran, wie sie meine Songs gesungen hat, meine Gefühle durch ihren Song verstanden und ausgedrückt hat, schnürt sich mir die Kehle zu. Ich sehe auf und begegne Karinas Blick. Sie lächelt zurück. Klar, wie sie hört sich das nach einer rosaroten Liebesgeschichte an. Und leider ist es das nicht, ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass mein nächster Satz dieses Lächeln schlagartig aus ihrem hübschen Gesicht vertreiben wird, denn er bringt meine Krux, meinen Schmerz, meinen beschissenen persönlichen Albtraum auf eine einfache, kurze Formel. Sie ist die Freundin meines Bruders. Kapitel 2, Izzy. Samstag, 29. August, 9 Uhr, Ashford Camp. Ich überlege ernsthaft, die Vögel zu bitten, ihr Gezwitscher einzustellen. Doch leider beherrsche ich die Vogelsprache nicht und ziehe mir deshalb stöhnend die Decke über den Kopf. Normalerweise liebe ich es, morgens vom Gesang der Vögel geweckt zu werden und von den ersten Sonnenstrahlen, die sich ihren Weg durch die Lücken der Jalousien bahnen und helle Tupfen ins Zimmer malen. Aber heute verursacht es mir Kopfschmerzen. Eigentlich war es gerade alles perfekt. Ich habe meine A-Levels frisch in der Tasche und nicht nur gut, sondern als eine der 5 Besten abgeschlossen. Meine Wunsch-Uni hat mir einen Studienplatz zugesichert und außerdem habe ich ein Zimmer in einer super netten WG in Aussicht. Also eigentlich ist alles geritzt. Wenn gestern nur nicht der seltsamste Tag in meinem Leben gewesen wäre, der alles ins schlimmste Chaos gestürzt hat.
Seufzend reibe ich über meine brennenden Augen, schiebe die Decke wieder zurück, weil mir sonst zu scheiße heiß wird, und wende den Kopf zur Seite. Neben mir schläft Leif noch immer tief und fest. Sein Arm auf meinem Bauch fühlt sich schwerer an als üblich. Ich will mich auf die Seite drehen. Doch bei der kleinsten Bewegung seufzt er im Schlaf und schlingt seinen Arm enger um mich. Bei dieser rührenden Geste muss ich lächeln. Gleichzeitig bildet sich ein Knoten in meinem Magen, der mich an gestern denken lässt, was wiederum das wüste Pochen in meinem Kopf befeuert. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugetan, mich hin und her gewälzt und versucht, eine Lösung für diese vertrackte Situation zu finden, in die ich mich irgendwie selbst manövriert habe. Erfolglos. Spät in der Nacht habe ich Toms Schritte auf dem Flur und kurz danach die Haustür gehört. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er zurückgekommen ist. Also muss ich wohl doch eingeschlafen sein. Allerdings fühlt es sich nicht so an, als hätte ich auch nur 5 Minuten Schlaf gefunden. Wehmütig gleite ich mit den Fingern in Levs dickes, hellbraunes Haar. Vom Schlafen ist es ganz zerzaust, aber so sieht es eigentlich immer aus. Ein paar Strähnen, die mir in die Stirn fallen, schiebe ich zärtlich zur Seite, um über seine geraden Augenbrauen zu streichen. Dann fahre ich über den glatten Nasenrücken hinab zu seinen Lippen, die sich zu einem Lächeln verziehen, als ich sanft über sie streife. Was kitzelt, knurrt er und schnappt urplötzlich mit den Zähnen nach meinen Fingern. Erschrocken juchze ich auf, ziehe den Finger zurück und muss im nächsten Moment lachen. Wie spät ist es? Nuschelt Lev in das Kopfkissen. Keine Ahnung. Das ist viel zu früh. Maulend zieht er sich das Kissen über den Kopf. Schlaf weiter, ich schau mal, ob noch jemand wach ist. Und ob schon jemand wach ist und Tee gekocht hat, schlage ich vor und drücke einen Kuss auf seine Schulter. Normalerweise würde mich sein nackter Oberkörper zu ganz anderen Dingen verleiten, denn Lev hat seinen Rücken, bei dem man als Mädchen schwach wird. Breite Schultern und genau das richtige Maß an Muskeln, die sich bei der kleinsten Bewegung auf faszinierende Weise anspannen. Aber heute ist kein normaler Tag, weil heute der Tag nach gestern ist. Insgeheim hoffe ich, Tom zu begegnen, bevor Lev aufsteht. Andererseits hoffe ich, dass das nicht passiert. Wenn er letzte Nacht noch aus war, müsste er jetzt eigentlich Schlaf nachholen, und das ließe mir genügend Zeit, erstmal in Ruhe einen Tee zu trinken, um mir eine Strategie zu überlegen. Bei dem Gedanken, dass ich auf beide Brüder gleichzeitig treffe, ohne vorher die Gelegenheit gehabt zu haben, mit Tom allein zu sprechen, wird mir schlecht. Ach Mist, im Grunde ist mir bei jeder denkbaren Möglichkeit schlecht. Ich sollte meine Autoschlüssel nehmen und nach Hause fahren. Allerdings löse ich das Problem auf diese Art nicht. Gehend schlurfe ich durch den mit weiß getünchten Dielen ausgelegten Flur. Der unverkennbare Duft von Earl Grey steigt mir vom Erdgeschoss in die Nase und weckt augenblicklich ein paar meiner nicht kleinzukriegenden Lebensgeister. Als ich Ella, Toms und Levs Mutter am Küchentisch entdecke, Tom aber nirgends zu sehen ist, bin ich erleichtert über die mir gewährte Schonfrist. Beim Anblick der Tränen in ihrem Gesicht schlägt meine Erleichterung jedoch in Sorge um. Ella, was ist los? Ich lege ihr die Hand auf die Schulter und streiche tröstend über ihren Rücken. Verlegen wischt sie sich die Tränen von den Wangen und reicht mir ein zusammengefaltetes Papier, auf dem sie bereits ein paar nasse Spuren hinterlassen hat. Es steht nur ein Wort drauf. Mom. Doch ich kenne seine Handschrift sofort. Ich kenne sie von den Songs, die er geschrieben hat, und von den Postkarten, die er mir schickte, als wir noch jünger waren und die Sommerferien nicht gemeinsam verbringen konnten. Meine Hände zitterten, als ich das Blatt entgegennehme und öffne. Das Datum ist von gestern. Hey Mom, morgen früh um 4 Uhr geht mein Flieger nach Stockholm. Ich habe ein Angebot erhalten, das ich nicht ausschlagen kann, und werde die nächsten 2 Semester dort verbringen. Dad weiß Bescheid und lässt mich bei sich wohnen. Mach dir keine Sorgen, es geht mir gut, Tom. Fassungslos starre ich auf die Buchstaben vor mir. Tom ist weg. Ohne ein Wort, ein klärendes Gespräch, einfach weg. 2 Semester, das ist ein ganzes Jahr. Ein undefinierbares Druckgefühl legt sich auf meine Brust. Es fühlt sich an, als würde jemand meine Lungen zusammenquetschen. Oder ist das mein Herz? Ich verstehe das nicht, schluchzt Ella neben mir. Was soll denn das für ein Angebot sein? Er hätte mir doch davon erzählt. Was ist das überhaupt für eine Art? Einfach nur einen Brief zu hinterlassen und so mir nichts, dir nichts mitten in der Nacht zu verschwinden. Wer oder was verschwindet? Schlaftrunken torkelt Lev in die Küche und steuert die Teekanne auf dem Stöfchen an. Nachdem er sich einen Becher genommen, eingefüllt und einen Schluck getrunken hat, schritt er sich zu uns um und hält mit der Tasse auf halber Höhe inne, als er unsere schockierten Gesichter sieht.
Was ist denn mit euch los? Tom ist nach Stockholm geflogen, zu eurem Vater, heute Morgen, seufzte seine Mutter. Lev stellt den Becher so abrupt auf der Arbeitsplatte ab, dass der Tee herausschwappt. Zu Dad? Wieso das denn? Keine Ahnung, hier nicht selbst. Noch während Lev die Zeilen überfliegt, schüttelt er den Kopf. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Er hasst Dad. Warum sollte er zu ihm fliegen? Wenn ich es doch wüsste. Ist gestern Abend etwas vorgefallen? Habt ihr euch gestritten? In Ellas Stimme kämpfen Sorge und Vorwurf miteinander. Lev hebt ab, während die Hände. Nein, alles Paletti, wir haben uns nicht gestritten. Du warst den ganzen Abend dabei, Ilse, wendet er sich an mich. Tom war völlig normal, oder? Automatisch nicke ich, obwohl es nicht stimmt. Tom war gestern alles andere als normal und Lev als sein Bruder hätte es gewiss bemerkt, wenn er etwas weniger getrunken hätte. Ich kann es noch immer nicht fassen. Tom ist weg. Einfach so. Für mindestens ein Jahr. Es muss eine Laune sein, eine vorübergehende Phase, ein Irrtum. Er hat es nicht so gemeint. Er wird wiederkommen, mit mir sprechen. Wir müssen sprechen. Vielleicht nicht morgen, aber in einer Woche oder zwei. Unter dem Tisch knete ich meine Hände, bis sie schmerzen. Während Ella und Lev darüber rätseln, was Tom dazu bewogen haben könnte, so überstürzt abzureisen und sie die wildesten Theorien aufstellen, ob er betrunken war oder entführt worden sein könnte, keimt ein furchtbarer Verdacht in mir auf. Ein leises Pling holt mich aus meinen Gedanken und lässt Ella und Lev verstummen. Alle drei starren wie gebannt auf Levs Handy, das er wie immer neben der Brotbox auf der Arbeitsplatte geparkt hat, auch wenn seine Mutter ihm schon tausendmal gesagt hat, dass dies kein Platz für ein Telefon sei. Lev greift nach dem Smartphone und wischt mit dem Finger über das Display und liest die eingegangene Nachricht. Dann fährt er sich mit der Handfläche über den Mund und schleudert das Handy zurück auf die Arbeitsplatte. Scheiße, stößt er aus. Was denn? Das war Tom. Er ist gut gelandet. Also keine Entführung. Kein im Suff entstandener Brief. Kein Witz. Er ist weg. Lev rauft sich die Haare und beißt sich auf die Lippen. Skeptisch beobachte ich ihn dabei, wie er mit der Faust auf die Arbeitsplatte trommelt und versucht, die Informationen zu verarbeiten. Ich kenne Toms Angst um seinen Bruder. Seine Sorge, dass Lev so leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen sei und so werden könnte wie sein Vater. Ich ahne, welche Rolle ich in diesem Familiendrama spielen soll. Zwischen den Zeilen hat Tom mir eine Nachricht hinterlassen, einen Wunsch, eine Bitte, obwohl er genau wissen müsste, dass ich das nicht will. Doch ich werde dir wohl über übel nachkommen. Nachkommen müssen. Für Lev oder für Tom. Kapitel 3. Tom. Samstag, 29. August, 10.20 Uhr, Stockholm. Alles hat vor ziemlich genau 5 Wochen angefangen. Naja, eigentlich bereits früher, vor ein paar Monaten. Vielleicht sogar schon vor mehreren Jahren. So ein fieser, schleichender Prozess, den man erst erkennt, wenn es zu spät ist. Ich könnte es meinem Vater ankreiden, denn er ist sowieso meistens an allem schuld. Das funktioniert bisher so einfach, weil er weit weg war, aber jetzt sitze ich hier bei ihm im Auto und muss ihm auch noch eine Erklärung liefern, warum ich so plötzlich bei ihm auftauche. Aus den Augenwinkeln bemerke ich, wie er mich mustert, und es ärgert mich. Schließlich hat er sich 9 Jahre lang nicht für mich interessiert. Nein, ich schulde ihm keine Antwort. Ihm schulde ich überhaupt nichts, weshalb ich schweigend aus dem Fenster sehe und der Landschaft ein Schweden oder wenigstens annähernd ein Ikea-Feeling abzugewinnen versuche. Doch da ist nichts. Nur Leere in mir. Im Zweifelsfall ist da sie. Denn sie ist einfach überall, wie ich das hasse. Für meine Gefühle kann ich meinen Vater nicht in die Verantwortung nehmen, aber dafür, dass ich sie kennengelernt habe. Denn wenn er uns vor 9 Jahren nicht verlassen hätte, wären wir nicht umgezogen, hätten nicht die Schule gewechselt und wären ihm nie begegnet. Ich weiß, es ist ganz schön an den Haaren herbeigezogen. Vielleicht hätte mich das Schicksal auf andere Art und Weise irgendwann zu Izzy geführt, weil es nämlich hinterhältig und schadenfroh ist. Was sagt deine Mutter dazu, dass du bei mir wohnen willst? War sie damit einverstanden? Sucht mein Vater erneut das Gespräch mit mir. Ted, ich bin fast 21 und brauche keine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Soweit ich weiß, hast du diesen Status seit einigen Jahren sowieso nicht mehr. Ich spiele auf eine der düstersten Abschnitte in unserer Familiengeschichte an und mache ihn auf diese Art sehr schnell mundtot. Normalerweise bin ich nicht so übellaunig, aggressiv und voller negativer Energie. Eigentlich bin ich ein total ruhiger Typ, ein wenig introvertiert vielleicht. Aber gewisse Dinge bringen mich aus dem Gleichgewicht. Dinge? Person,
Eine ganz bestimmte Person. Izzy. Allein der Gedanke an sie und den gestrigen Abend sorgt dafür, dass meine Lungen schmerzen und mein Magen sich verknotet. Sie fehlt mir. Und das sollte sie nicht. Jedenfalls nicht so sehr, dass ich glaube, den Verstand zu verlieren. Wie geht es, Levis? Heuchelt mein Vater nun auch noch Interesse. Mein Gott, niemand nennt Lev mehr Levis. Dad bringt mich ebenfalls an meine Grenzen, aber auf eine ganz andere Art und Weise als Izzy. Er treibt mich zur Weißglut. Niemals werde ich ihm verzeihen, dass er uns im Stich gelassen hat. Er ist durch die A-Levels gerasselt. Oh, ja genau, oh. Wie kam denn das? Wie soll sowas schon kommen? Er hat mich gelernt und das Wissen hat sich nicht von selbst in sein Hirn eingenistet. Ja und jetzt? Versucht er es nochmal. Wirst du ihn dabei unterstützen? Meine Nasenflügel blähen sich auf, als ich scharf einatme und um Beherrschung kämpfe. Meint er das wirklich ernst? Wie kann er es wagen, mir diese Frage zu stellen? Seine Worte beschwören ungewollte Energien an gestern in mir auf. Der Streit mit meiner Mutter. Ich balle die Hände zu Fäusten. Komm wieder runter, Tom. Dad ist es nicht wert, sich über ihn aufzuregen. Er ist die Luft nicht wert, die er atmet, denn er hat sich aus jeglicher Verantwortung gestohlen. Es wäre seine Aufgabe gewesen, Lev die Richtung zu weisen und gegebenenfalls über seinen Abstoß zu motivieren. Nicht meine. Trotzdem ärgere ich mich über mich selbst, weil ich nicht genug auf Lev aufgepasst habe. Weil ich gescheitert bin und meinen Bruder jetzt auch noch allein lasse. Frustriert schnaube ich und starre erneut aus dem Fenster. Ich werde nur ein paar Tage bei meinem Vater übernachten, bis ich eine eigene Wohnung und einen Job gefunden habe. Dann kann ich ihm wieder aus dem Weg gehen und ihm ein weiteres Mal aus meinem Leben streichen. Es lohnt sich also gar nicht, meine Energie hier und jetzt in ein Streitgespräch zu investieren. Trotzdem koche ich vor Wut. Seit meinem 12. Lebensjahr mache ich schließlich seine Arbeit. Seit diesem Abend, als wir ihn in einer Blutlache im Bad fanden und er mit Sirenengeheul ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Seit dem Anfang vom Ende unserer Familie. In der ersten Phase stand ich selbst unter Schock, hatte keine Ahnung, wie ich mit der veränderten Situation umgehen soll. Doch dann fing Lev an, nur noch Scheiße zu bauen. Er ließ sich mit den übelsten Prügelkram seiner Schule ein und kam jeden Tag entweder mit einem Loch in den Klamotten oder einem neuen Kratz- oder Platzwunde nach Hause. Da wusste ich, dass ich nicht länger passiv bleiben konnte, sondern funktionieren musste. So fing ich an, mehr als der ältere Bruder für ihn zu sein. Ich wurde sein Aufpasser und Ersatzvater. Allerdings hat unser Erzeuger nicht nur eine Lücke in unserer Familie gerissen. Die hätten wir wohl irgendwie stopfen können. Nein, er hat uns auch noch rote Zahlen auf dem Familienkonto vererbt. 2 Jahre nach dem großen Knall konnte meine Mutter das Haus nicht mehr halten. Für die Schulden, die mein Vater angehäuft hatte, und zwar immer hungernde Teenager, reichte nicht einmal ihr Lehrerinnengehalt. Wir zogen raus aus London rein in ein Kaff in der Nähe von Ashford, in ein kleineres Haus mitten im Grün. Ja, wir tauschten Big Ben und das pulsierende Leben am Piccadilly Circus gegen beschauliche Landhäuser und weitläufige Parks. Tja, und dann, nach nicht mal 2 Wochen in der neuen Schule, saß da mittags auf einmal Izzy bei uns am Esstisch. Sie hatte meinen jüngeren Bruder verteidigt, als die bösen Neunklässler sich über seine zerschlissenen Rucksack lustig gemacht hatten, der nebenbei erwähnt genauso aussehen sollte. In unserer alten Schule hat es nämlich als cool gegolten, seine Bücher in einem Rucksack zu transportieren, der jeden Moment auseinanderfallen könnte. Wahnsinnig risky. Unser erstes Zusammentreffen lief nicht gerade super, denn diese kleine Spindeldürre Göre hat meine Portion Fish and Chips aufgegessen und somit für die nächste Woche verschissen. Aber irgendwann konnte ich ihr nicht mehr böse sein, wie ich ja bereits sagte. Wenn Izzy einen ansieht, ist da dieses Lachen in ihren Augen, das einen sofort für sie vereinnahmt. Man muss sie einfach ein Herz schließen. Von diesem Tag an waren Lev und Izzy unzertrennlich und ich war meistens als großer Bruder dabei. Manchmal denke ich, dass Dads Fortgang noch etwas Gutes hatte. Nur leider kann ich es heute nicht sehen. Mein Handy meldet eine eingehende Nachricht und reißt mich jäh aus meiner Erinnerung. Als ich Izzys Namen lese, setzt mein Herz ein paar Schläge aus. Es ist ihre 9. Nachricht. Die anderen 8 habe ich zwar gelesen, aber nicht beantwortet. Weder die, in der sie fragt, ob es mir gut gehe, noch die, in der sie mich bittet, mich ihr zu öffnen, oder die, in der sie mir noch einmal bestätigt, dass ich über alles mit ihr reden könnte. Verdammt, Izzy, das weiß ich doch. Genau das macht es so schwer, denn ich hätte es niemals so weit kommen lassen dürfen.
Mit zittrigen Fingern rufe ich die neue Nachricht auf. Bei Izzys deutlich abgekühlten Ton wird mir mulmig zumute. Ich werde mich jetzt an die Arbeit machen und die Scherben zusammenkehren. Nachdem deine Mutter endlich aufgehört hat zu weinen und völlig apathisch auf dem Sofa hockte, werde ich mich um deinen Bruder kümmern und ihn aufweitern. Da du es offenbar nicht für nötig hältst, mit mir über das Geschehene zu sprechen und damit Lev diese Nachricht niemals zu Gesicht bekommt, werde ich unseren Chatverlauf löschen und dich aus meiner Kontaktliste entfernen. Ich hasse dich. Izzy. Ich schlucke schwer, weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Das ist so typisch Izzy. Mit einer absoluten Selbstverständlichkeit kümmert sie sich um meine Familie und rammt mir damit die Faust in den Magen. Wie wird sie meinen Bruder aufheitern? Wird sie mit ihm? Diese Bemerkung ist der reinste Albtraum, denn meine Fantasie geht mit mir durch und verdoppelt meine Qual. Schlechtes Gewissen und Verlangen liefern sich einen Boxkampf in meinem Hirn und übrigens nicht nur da, und das fühlt sich grässlich an, wie Migräne mit Magen-Darm-Infekt. Wird Izzy mich wirklich aus ihren Kontakten entfernen? Die Vorstellung tut weh, da ist die Distanz zwischen uns vergrößert, aber es ist nicht genau das, was ich wollte. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist falsch. So wie ich Izzy einschätze, kennt sie meine Nummer auswendig und wird sie später wieder einspeichern. Vielleicht nicht heute, auch nicht morgen. In ein paar Tagen. Wir sind da, meldet sich mein Vater zu Wort und katapultiert mich unsanft ins Hier und Jetzt. Er hält auch tatsächlich vor einem roten Holzhaus, wie man sie in Schweden-Katalogen findet. Nun ist es also an der Zeit, meine Halbgeschwister kennenzulernen. Gerade als ich nach meinem Rucksack greife und das Handy in meiner Gesäßtasche verstauen will, geht eine weitere Nachricht von Izzy ein. Sie ist deutlich kürzer und dennoch um einiges härter zu ertragen als die vorherige, denn in diesen Worten steckt so viel Schmerz und Verzweiflung, dass es mir das Herz bricht. Warum hast du das getan? Kapitel 4, Izzy, Samstag, 29. August, 10.30 Uhr, Ashford. Hätte ich Tom diese Nachricht nicht schicken sollen? Ich bin wütend auf ihn, zutiefst frustriert, weil ich nicht die Gelegenheit hatte, mit ihm über gestern zu sprechen. Und außerdem schrecklich beunruhigt, wenn er nun wegen mir, wegen uns nach Stockholm gegangen ist. Was mag dann in seinem Inneren vorgehen? Wie sieht es in seinem Kopf aus? Und in seinem Herzen? Nachdem ich mein Handy zum x-ten Mal auf Nachrichten gecheckt habe, leider erfolglos, lege ich es auf den Nachttisch ab und seufze laut. Lev schaut überrascht zu mir auf. Als Ella einkaufen gefahren ist, um sich auf andere Gedanken zu bringen, haben wir uns in sein Zimmer zurückgezogen, um die Neuigkeit zu verdauen. Er hat mehrfach versucht, Tom anzurufen, was dieser gekonnt ignoriert. Auch die gefühlt 100 Nachrichten, die Lev seinem Bruder geschickt hatte, bleiben unbeantwortet. Dass er auf meine nicht reagiert, werte ich als normal. Schließlich habe ich ihm gedroht, ihn komplett von meinem Handy zu werfen, was ich natürlich nicht getan habe. Ich habe nur unseren Chat gelöscht, bin fertig mit den Nerven, weil ich mich nicht mehr an den genauen Wortlaut meiner Nachricht erinnern kann. Habe ich ihm wirklich geschrieben, dass ich ihn hasse? Oh Gott, hat er dir geantwortet, mit Lev Wissen, als ich den Kopf schüttel, erlischt der schwache Hoffnungsschimmer in seinen Augen. Vielleicht schlief er oder hat sein Handy ausgeschaltet, mutmaße ich, um ihn aufzumuntern. Lev nickt nachdenklich, steht dann auf und zieht sich in einer fließenden Bewegung das Shirt über den Kopf. Ich gehe duschen. Versonnen mustere ich seinen durchtrainierten Oberkörper mit den breiten Schultern, die wohl definierten Bauchmuskeln und schmalen Hüften, auf denen seine Trainingshose ziemlich locker sitzt. Lev ist ein Traum von einem Mann. Noch dazu hat er diese selbstsichere, grenzwertige, arrogante Körperhaltung, die in einer Frau den Wunsch weckt, ihn zu berühren, ihn zu vernaschen, seine Geheimnisse zu knacken und ihm in jeglicher Hinsicht nahe zu sein. Warum also verspüre ich Erleichterung bei dem Gedanken, dass er ins Badezimmer geht und ich einen Moment allein mit dem Chaos in meinem Kopf verbringen kann? Als ich bei seinem Gesicht ankomme, fällt mir auf, dass er mich ebenfalls ansieht. Von jetzt auf gleich beginnt mein Herz schneller zu klopfen. Wenn Tom sich meldet, setzt er an, knüllt sein Shirt zu einer knittrigen Kugel und pfeffert es danach schnaubend in die Ecke. Scheiß drauf, dann kann er mich auch mal. Mit diesen Worten verschwindet er ins Bad. Mein Puls beruhigt sich nur langsam wieder. Levs Blick für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl, dass er mich durchschaut, dass er meine Seele sieht, meine Gedanken liest. Diese Gedanken, die nicht nur um ihn kreisen, obwohl sie das sollten. Es hat mir Angst gemacht. Ahnt Lev etwas? Hat er auch nur die leiseste Vorstellung von dem, was in mir vorgeht? Wenn ich doch nur selbst verstehen könnte, was in mich gefahren ist, warum meine Gedanken so oft zu dem älteren Hanley-Brüder wandern. Ich hole durch die Nase Luft und puste sie langsam durch den Mund wieder aus. Das mit Tom ist nur eine Schwärmerei.
Eine kurze Verwirrung, die, oh Gott sei Dank, nicht genährt werden wird, da Tom sich mehrere hundert Meilen entfernt in Stockholm aufhält. Eigentlich ist es sehr gut, dass er verschwunden ist. Warum tut es dann so weh? Was ist in den vergangenen Wochen nur passiert und hat mich in ein völlig verwirrtes, hormongesteuertes Etwas verwandelt? Wie konnte es überhaupt so weit kommen und weshalb habe ich es nicht gestoppt, als es noch möglich gewesen wäre? Obwohl, war es das jemals? Ich sollte nicht länger an Tom denken, denn es ist Masochismus pur. Doch meine Gedanken landen gegen meinen Willen bei diesem Wochenende vor 3 Monaten. Dieser seltsame Tag am Badesee, der mich an vielen, was ich bis dahin geglaubt hatte, plötzlich zweifeln ließ. Dieser Tag, an dem meine Gefühle anfingen, Kopf zu stehen.